Servus! Heute schüttet es Vollgas. Aber ich habe den natürlichen Regenschirm heute aufgespannt. Ich bin mitten im Wald und das funktioniert halbwegs. Das passt. Wenn du einmal nicht erfolgreich bist oder mit einem Projekt keinen Erfolg hast oder wenn du dich wunderst, warum es überhaupt nicht klappt, wie kannst du noch trotzdem deine Energie halten? Wie kannst du trotzdem nachher in deiner Kraft bleiben und den nächsten Flow, den nächsten Fluss nachher wieder mit Vollgas genießen? Genau um das geht es in dem Video. Es ist immer wahnsinnig beeindruckend, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zuzuschauen. Und ich liebe ein schönes Spiel. Es gibt nichts Schöneres, sicher gibt es etwas Schöneres, aber es ist wunderschön, ein gutes Spiel anzuschauen. Und mich als, weiß auch nicht, wie ich sagen soll, mich interessieren halt nachher immer die Sachen da, die was so dazwischen passiert. Eben, wie reagiert eine Mannschaft, wenn sie verliert? Wie reagiert eine Mannschaft, wenn sie gewinnt? Wie reagiert eine Mannschaft, wenn sie im Flow ist? Wie reagiert eine Mannschaft, wenn überhaupt gar nichts funktioniert? Das ist so interessant, das ist verrückt und das können wir total auf uns ummünzen. Weil uns geht es ja jeden Tag gleich. Einmal sind wir erfolgreich, klappt es, passt. Und ein anderes Mal, da können wir tun und machen, was wir wollen. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Und nachher regen wir uns auf und ja. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da gibt es mittlerweile schon einen Fluch. Kannst du dir das vorstellen? Das heißt der Weltmeisterschaftsfluch oder der Weltmeisterfluch. Das ist faszinierend. Es wundern sich alle, also viele, warum in einem Jahr, also bei einer Weltmeisterschaft, eine Mannschaft gewinnt, also zum Beispiel jetzt Deutschland 2014, und das absolute Sommermärchen und es klappt, es geht, die sind voll im Fluss und es passt alles. Und 2018 starten die natürlich wieder volle und wollen natürlich wieder Gas geben und sie haben alles. Nur sie haben den Flow, den Fluss nicht. Sie sind nicht im Flow. Und da analysieren sie und wollen alles tun, damit es wieder funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Das heißt, Deutschland schon in der Vorrunde ausgeschieden und jetzt wird analysiert und geschaut und jetzt muss man Maßnahmen setzen. Alles in der Natur hat zwei Seiten, alles. Das Plus und das Minus. Und darum denken wir immer, wenn jemand so extrem erfolgreich ist, wenn so richtig die Post abgeht, nachher denken wir immer, genieße es bitte, weil alles geht vorbei, auch der Erfolg. Du wärst nach einem hohen Berg hinten ein Tal sehen. Ganz klar, das ist natürlich. So wie der Sommer und der Winter zusammenkehren, der Frühling und der Herbst, das Ausdehnen und das wieder zurückziehen. Und so ist das ein einfaches Naturgesetz. Und bei uns ist es ja ganz gleich. So, jetzt die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich einmal Erfolg habe, zum Beispiel, oder du natürlich. Wenn du Erfolg hast, wenn es dir gut gelingt, genieße es. Geh richtig in diese Kraft, in diese Energie und freu dich drüber. Freu dich, Vollgas! Wenn es nachher wieder einmal nicht funktioniert, wenn es nachher nicht fließt, wenn nachher überhaupt nichts weitergeht, mit einem Projekt vielleicht, das was scheitert oder wo du dir noch machen kannst, was du willst, aber es klappt nicht. Lass es zu. Nimm es an und sag, okay, dieses Thema ist jetzt nicht im Fluss, nicht im Flow. Kämpf nicht dagegen an. Will es nicht mit Gewalt durchdrücken. Nimm es an, das ist jetzt so nicht im Flow. Wart ab und schau, was zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Aber das Schlechteste, was wir tun können, ist Vollgas es erzwingen wollen. Und genau nachher geht es überhaupt gar nicht mehr. Weil nachher sind wir deprimiert und wundern uns. Wir glauben immer, wir können alles machen mit dem Denken. Das ist eine ganz große Illusion. Wir können mit dem natürlichen Fluss mitspielen, mitgehen. Und wenn er aufwärts geht, nachher ist natürlich Vollgas zum, ja, kannst du alles drauflegen, weil nachher geht es aufwärts. Wenn es abwärts geht, hat einmal mir einer gesagt, ganz interessant, wenn es abwärts geht, nachher ist es ja beim Skifahren genau das Gleiche. Wenn ich auf einer Kuppe oben stehe und ich will hinten auf die andere Seite rauf, und aber zuerst geht es abwärts.
Wenn ich da jetzt aber die Handbremse zutue oder mit dem Schnellflug unterwegs bin und sage, ich habe so Angst, ich fürchte mich so, mein Gottes Willen. Nachher komme ich hinten nicht auch. Das heißt, es wäre viel gescheiter, den Schwung Vollgas mitnehmen, wenn es abwärts geht, in seiner Kraft bleiben, nicht bewerten, nicht verurteilen, nicht dagegen ankämpfen, es nicht haben wollen, sondern einfach gleich annehmen, momentan ist das ganze Thema nicht im Flow, nicht im Fluss. Nachher hast du die Handbremse und die Ski parallel gestellt und du fetzt schon und hinten Vollgas wieder rauf, weil nach abwärts kommt aufwärts. Was möchte jetzt eine Fußballmannschaft wie Deutschland aktuell oder Spanien ist auch schon früh ausgeschieden in andere Weltmeisterschaften oder zu anderen Zeiten, Brasilien, Italien, alle gleich. Was müsst man tun, wenn es abwärts geht? Ja, einfach gleich den Schwung mitnehmen. Einfach gleich es annehmen, dass es jetzt so ist und sich zurückziehen, sammeln, sich auf sich fokussieren, weil die Natur oder die Energie ist momentan auf Rückzug bei dem Thema und nicht auf Ausdehnung. Welcher Bauer tat im Winter, mittelt im Winter, stell dir vor, im Jänner, minus 20 Grad, und der Bauer sagt, so, und ich will jetzt einen Apfelbaum setzen und ich will jetzt Karotten aussehen und ich will jetzt Salat aus. Ja, so dumm kann keiner sein, oder? Wir müssen uns wieder zurückerinnern an die Natur, an das, wie das Leben eben tickt. Wir dürfen das nicht ausklammern und wir dürfen schon gar nicht denken, dass wir mit unserem Denken alles machen können. Wir dürfen mitspielen, aber wir dürfen nicht glauben, dass da oben der Kapitän sitzt. Der Kapitän ist die Natur, der Rhythmus der Gezeiten zum Beispiel. Die Resonanz als Naturgesetz ist der Kapitän. Die Synergie ist der Kapitän. Wir müssen uns mit der Natur verbinden. Verbünden, das hat mir gut gefallen. Und nachher sind wir voll. Nachher geht es dahin, weil dann sind wir nicht gleich da im Flow, sondern auch, wenn es abwärts geht, weil wir sammeln uns. Der Bauer zieht sich im Winter zurück, tut im Stall, wenn es ein Rinderbauer ist, also mit Kühe, dann tut er den Stall weißeln oder ausputzen. Oder früher haben die Bauern Besen gebunden, also wo man kehrt. Also es sind einfach Sachen, wo man im Winter tut. Und wir erleben auch Winter und Sommer in verschiedenen Rhythmen. Und eine Fußballmannschaft, die im Flow ist, so wie aktuell Brasilien oder andere Mannschaften, die können die noch machen, was wollen. Es geht einfach dahin. Und Mannschaften, die aber momentan nicht im Flow sein, erinnere dich an die, an dein Projekt, an dein Unternehmen. Und wenn sie nicht im Flow sein, nachher bist du einfach nicht im Flow. Kann man den Flow erzwingen? Nein, geht nicht. Du kannst nur erkennen, wo bin ich gerade? Geht es gerade abwärts oder geht es gerade aufwärts? Und so sind wir persönlich auch immer anders drauf. Einmal so und einmal so. Das will ich, das nicht. Eieiei. Ich will das und ich will das. Also in dem Sinn ist es ein Problem, wenn es nicht läuft wie geplant. Kein schönes Wetter ist. Nein, ist es eigentlich nicht. Die Frage ist, mache ich ein Problem draus? Mache ich aus dem, wie es jetzt ist, ein Problem draus? Kann ich selber entscheiden. Ich habe keine Lust, ein Problem draus zu machen. Wenn es regnet, auch im Leben, nachher regnet es einfach. Nachher lass es einfach duschen. Hört schon wieder auf, in der Natur ganz normal. Hey, erinnere dich an die, wie es dir geht mit solchen Projekten in deinem Leben. Und erinnere dich, wenn es so geht, freu dich. Nachher kannst du ernten, dann kannst du Gas geben, kannst alles drauflegen auf diese Welle. Wenn es so geht, erinnere dich, die Energie zieht sich zurück. Tu Sachen, die wo man tut, wenn sich alles zurückzieht. Schaff Raum für dich, zieh dich ein bisschen zurück. Ja, so einfach im Alltag, genauso einfach umzusetzen, probieren wir es einfach. Der Alltag bringt die Übung und das ist genial. Du, mach's gut, Vierti, Servus, bis zum nächsten Mal.